Die Ortsmitte von Poggiardo ist sehr interessant. Überblick großer sozialer Veränderungen, die diese besondere Gemeinschaft von Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert charakterisiert haben. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts begann die Ortschaft ein bemerkenswertes Wirtschaft- und Bevölkerungswachstum. In dieser Zeit wurde Poggiardo Hauptstadt der Umgebung und Sitz der Königsgerichts. Der Wochenmarkt ist noch heute sehr wichtig und trägt dazu bei, die Ortschaft ein bedeutsames Einkaufszentrum zu machen. Diese wunderschöne Ortschaft wurde von dem Bau imposanter Residenzen der großen Adelsfamilien verziert. Architektonisch sehr schön ist zum Beispiel die Villa Episcopo. Sie ist für ihren Park aus dem 19. Jahrhundert berühmt, der sich am Anfang der Ortsmitte befindet. Die Villa gehört heute der Gemeinde an. Die gewissenhaften Besucher können noch heute die alte Stadtplanung bemerken, die einst von der Stadtmauer geschützt wurde. Das imponierende Bauwerk des Herzogspalazzos erinnert die typische Architektur des Palazzos des Lande von Otranto. Das Gebäude wurde Adelshaus, Symbol der feudalen Macht, die hier in Poggiardo sich jahrhundertelang mit der Erbschaft der Familie Guarini identifiziert hat. Die vor Medea der Verklärung Christi gewidmete Pfarrkirche erinnern die Architektur des 18. Jahrhunderts. Oben auf dem Portal steht das Stadtwappen des Universitas von Poggiardo, ein Hochsee und eine Trommel einer kannelierten Säule. Im Inneren bewundert man die Seitenaltäre, die reich an Gravierungen und Dekorationen sind, die den Stil und den Geschmack der Künstler des 18. Jahrhunderts erinnern. Andere Sehenswürdigkeiten ziehen den Besucher an. Wenige Meter von der Pfarrkirche entfernt im Untergeschoss erstreckt sich ein der byzantinischen unterirdischen typischen Denkmäler der Salentinischen Halbinsel, die Krypta Heiliger Maria der Engel. Das Denkmal stammt aus dem 10. Jahrhundert und wurde im 18. Jahrhundert restauriert, um das wichtige auch mittelalterliche malerische Erbe zu schützen und aufzubewahren. Deshalb wurden die Fresken fortgetragen, um die Restaurierung und die richtige Aufbewahrung zu ermöglichen. Heute kann man sie beim Museum der Fresken in den unterirdischen Räumen von Episcopo Platz bewundern. Die Ausstattung des Museums wurde geplant, um die ursprüngliche Anordnung der Fresken zu halten. So kann man eine wirkliche historische Wahrnehmung der unterirdischen Denkmals Heiliger Maria der Engel haben. Man versenkt sich in den typischen Farben und Formen der byzantinischen Welt, die hier jahrhundertelang eine italienisch-griechische Gemeinschaft gebildet haben. Eine echte religiöse Hingabe des Volks, die noch heute die Erbschaft dieses wunderschönen Landes kennzeichnet.